So, jetzt habe ich auch den Ton an. Jetzt, ja, dann begrüße ich Sie zur vorletzten Vorlesung zur Analysis 1 in diesem Jahr. Am Dienstag findet auch noch eine Vorlesung statt. Ab Mittwoch sind dann genau 2 Wochen Weihnachtsferien. Ja, das Thema heute, also wir haben ja letztes Mal komplexe Zahlen eingeführt. Meine Vorstellung über die komplexen Zahlen ist ja, ich mache eigentlich nur das mit komplexen Zahlen in der Analysis 1, was genauso geht wie das mit den reellen Zahlen. Und der Grund, warum ich das jetzt hier machen muss, ist, dass ich die trigonometrischen Funktionen als realen Imaginärteil der Exponentialfunktion definieren werde. Also deswegen müssen wir jetzt tatsächlich wissen, was komplexe Zahlen sind und wie man damit umgeht. Und das ist aber so, die meisten Sachen gehen ja genauso wie im Reellen auch und dann sage ich das auch nur. Also ich verschwende jetzt keine Zeit damit, dass ich, sagen wir mal, das Wurzelkriterium für komplexe Normalbeweise. Sie können einfach den Beweis des Wurzelkriteriums hernehmen und nur das Wort reell durch das Wort komplex ersetzen oder bei den anderen Kriterien auch. Aber ich schreibe diese Sätze halt nochmal hin, damit wir was haben, was wir zitieren können. Ja? Damit auch klar ist, was ich meine mit die meisten Sätze gehen genauso. Da muss ich ja schon sagen, was ich damit meine. Deswegen ist das heute hier dieser Teil, der erste Teil, der ist ein bisschen zäh, weil ich praktisch nichts Neues kommt. Also für z komplexe Zahl konvergiert die E-Reihe immer noch. X von z ist gleich Summe n gleich 0 bis unendlich. Z hoch n durch n Fakultät und die Konvergenz folgt weiterhin aus dem Quotientenkriterium. Ja. Und dann habe ich in Satz 8.9 ja so eine Abschätzung gemacht. Da kam auch nur, da habe ich eine Abschätzung gemacht über die Differenz zwischen der Exponentiell zwischen dieser Reihe und der n-ten Partialsumme für groß n. Ja, und das habe ich abgeschätzt durch ein Vielfaches von x hoch groß n. Und dann gab es aber Voraussetzungen. Ja, das gilt ja nicht immer. Das gilt nicht für alle x. Und diese Form benutzt, hatte ich da auch immer nur die Beträge und weil der komplexe Betrag ja genauso der Dreiecksungleichung genügt wie der reelle Betrag und auch multiplikativ ist, also der Betrag von z mal w ist Betrag von z mal Betrag von w, kann man den Beweis auch einfach abschreiben und das mache ich dann auch nicht nochmal. Also diese Abschätzung 8,9, die gilt auch wenn komplexe Zahlen. Das habe ich ja auch im Skript stehen. Genau, dann hatten wir letztes Mal ja schon auf eine Frage, hatte ich ja erklärt, dass der Körper C nicht angeordnet ist. Also das heißt, da gibt es keine kleine Beziehung. War man halt minus 1 ist das Negative von 1, also ist negativ, aber minus 1 ist auch eine Quadratzahl, also positiv. Ja? Und das kriegt man nicht unter einen Hut und deswegen kann man da keine Anordnung drauf erklären. So, dann erkläre ich auch kurz nochmal, was stetig ist. Aber auch da schreibe ich eigentlich nur die Definition ab. Das ist mehr aus Gründen der Buchführung und ich schreibe da vielleicht das Skript auch nicht in kompletter Schönheit ab, sondern ich mache hier nur die Stichpunkte. Also dieses Mal kann ich natürlich im Komplexen, wird man nicht von einem Intervall reden, sondern da redet man einfach von einem Definitionsbereich. Also ich habe irgendeine Teilmenge d der komplexen Zahlen. Ich habe ein f von d nach c. Das ist dann eine Funktion. Ja, die Funktion hatte ich ja erklärt als eine Abbildung in den Grundkörper. Ja? Und wenn wir im Komplexen arbeiten, ist unser Grundkörper halt C und wenn wir im Reellen arbeiten, ist der R. Und wenn wir bei Herrn Halupchok in der linearen Algebra unterwegs sind, dann können da ja auch noch ganz andere Körper auftreten, die bei uns aber alle nicht auftreten. So, A. Und da redet er dann aber auch nicht von stetig. So, F heißt stetig. In D, also in einem Punkt Z0 aus D, wenn es am Ende des Semesters, können Sie jetzt im Chor mitreden, ja, wenn es zu jedem Y größer 0 ein Delta größer 0 gibt, sodass für alle
Z aus D mit Z minus Z0 kleiner Delta gilt F von Z minus F von Z0 ist kleiner als Epsilon. Und das Einzige, was anders ist, ist halt die Bedeutung dieses Strichs. Ja, dieser Strich ist jetzt halt der komplexe Betrag. So, okay, dann der Teil B, dann gibt es noch solche anderen Teile, die stehen im Skript, die sage ich jetzt nur. Ja? Also dann ist natürlich, ich habe erklärt, wann heißt das stetig in einem Punkt. Stetig überhaupt heißt, es stetig in jedem Punkt. Und dann habe ich diese Grenzwertdefinition, Limes Z gegen Z0 von F von Z gleich W. Das ist genau dann, wenn für jede Folge Zn, die gegen Z0 konvergiert, der Grenzwert dieser Folge W ist. Ja? So, also auch wörtlich das gleiche wie im reellen Fall. Und dann zeigt man auch, wie im reellen Fall, das sind wirklich Sätze, die man nur abschreiben braucht. Es ist ein Äquivalent, also ich habe ein F von D nach C, ich habe ein Z0 aus D und ich habe, dann sind Äquivalent A, F ist stetig in Z0. Und B, der Grenzwert von F von Z für Z gegen Z0 ist F von Z0. So, ja, okay. Und ja, und wenn ich das habe, dann habe ich hier noch diesen Satz, wo ich alle möglichen Eigenschaften zusammenfasse. Also die Rechenregeln für stetige Funktionen, die gelten dann wieder, Polynome sind stetig, gebrochen rationale Funktionen sind stetig. Ich schreibe also mal hin die Rechenregeln. Das waren die Sätze 8,6 und 8,11. Für stetige Funktionen, also die Summe von zwei Stetigen ist stetig und all sowas. Die gelten auch über C. Okay, und dann die Exponentialfunktion, auch die komplexe Exponentialfunktion ist stetig. Ja, da müssen wir in den Beweis, den wir im reellen Fall gemacht haben, reingucken. Da wurde ja diese Abschätzung 8,9 benutzt. Und ich habe ja eben erklärt, dass diese Abschätzung 8,9 im Komplexen gilt. Also den Beweis, beide Beweise kann man einfach auch wieder 1 zu 1 übernehmen. So, was aber jetzt, ja, so, was hier natürlich nicht steht, ist dieser Teil, das Kapitel über stetige Funktionen hat ja geendet mit der Diskussion der monotonen stetigen Funktionen. Das hat hier keinen Sinn, weil wir können gar nicht über Monotonie reden, weil es ja auf C keine Ordnung gibt. Und insbesondere haben wir ja diese Monotonie-Argumente benutzt, um zu zeigen, dass die Exponentialfunktion eine Umkehrfunktion, nämlich den natürlichen Logarithmus hat. Das ist hier, diese Argumente, die kann man gar nicht mehr in Ansatz bringen. Ja? Diese Ordnung, die man da braucht, die gibt es nicht. Und es wird sich auch herausstellen im nächsten Kapitel, dass die Exponentialfunktion überhaupt nicht injektiv ist. So. Gut, also das war dieses Zwischenkapitel über komplexe Zahlen. Jetzt mache ich ein Kapitel über elementare Funktionen. Ja, da führe ich ein, die Exponentialfunktion, die kennen wir schon. Ich schreibe dann das, was wir über Exponentialfunktionen wissen, das ist so ein bisschen verstreut in der Vorlesung, das schreibe ich jetzt mal in einen Satz rein, damit wir was haben, wo wir hingucken, wenn wir was zitieren wollen. Dann kommen die Potenzfunktionen,
Dann nochmal mache ich so einen Satz über den Logarithmus. Okay, das ist alles, das ist fast komplett Wiederholung. Und dann kommen die trigonometrischen Funktionen. Da passiert dann wirklich was. Ja? Dann führen wir den Sinus und den Cosinus ein. Gut, aber jetzt erstmal mit der anderen elementaren Funktion. Achso, ich will noch was sagen. Also das kommt einem dann so ein bisschen so vor wie so ein Ausflug in den Zoo. Ja? Also hier ist die Antilope. Ja? Die Antilope hat ein Fell. Hier ist das Krokodil. Das Krokodil hat kein Fell und solche Sachen. Ja? Und so ein bisschen so ist das. Ja? Aber Mathematik hat halt, ist halt eine Balance. Wir haben einmal Satz, machen wir die abstrakten, die abstrakten Begriffe und schreiben unsere Theorien, aber dann muss man ja auch ab und zu mal was ausrechnen und da kommen dann eben elementare Funktionen ins Spiel. So. Ja. So, als erstes, ach so, ja, wir hatten ja, ich habe ja erklärt, was ein Grenzwert ist. Und da war ich, das war sozusagen in der Anfangsphase der Vorlesung, da war ich total streng und habe gesagt, der Grenzwert einer Folge ist eine reelle Zahl oder wenn ich jetzt im Komplexen bin, ist eine komplexe Zahl. So, jetzt gibt es natürlich tatsächlich, das sieht man ja in der Schule schon und das ist natürlich auch hilfreich, dass man sagt, okay, die Folge divergiert nach unendlich. Ja, und dafür, dann schreibe ich eben doch, der Limes von an ist unendlich. Das führe ich jetzt mal als erstes ein, bevor ich zur Exponentialfunktion komme. Also davon ist unendlich natürlich immer noch keine reelle Zahl. Und deswegen können wir auch nicht die Definition einfach nehmen, die wir damals gemacht haben, sondern wir müssen eine neue machen. Ja? Also wir haben ja hier die reelle Achse. Also das mache ich nur im Reellen. Im Komplexen wird auch über unendlich gesprochen werden. Das ist aber dann auch wieder ein Thema in der Funktionentheorie. Das ist auch, ja, rede ich in der Funktionentheorie drüber. So, dann ist hier eben plus unendlich. Genau, das geht nämlich nur im Reellen. Es gibt ein plus unendlich und ein minus unendlich. Und im Komplexen, das ist ja kein Strahl, das ist ja die ganze Ebene. Dann gibt es kein plus unendlich. Also da geht das nicht. So, also hier gibt es zwei unendlich ferne Punkte. Und ja, das heißt ja dann, aber im Prinzip muss man sagen, was sind denn die Umgebungen von unendlich? Und so eine Umgebung von unendlich, das ist halt so ein Intervall, das hier bei der großen Zahl c anfängt. So, wenn man sich das so als Leitschnur nimmt, dann kommt man zu der folgenden Definition. Das ist ja xn, n aus n, das ist eine Folge in R. Wie gesagt, das muss in R sein, weil wir zwischen Plus und Minus unendlich unterscheiden wollen. Wir schreiben der Limes von n gegen unendlich, für n gegen unendlich von xn ist unendlich, wenn es zu jedem c größer, zu jedem c ist. Größer nur muss das gar nicht sein, aber sind, also das ist bei Epsilon, bei der Epsilon-Delta-Definition, da denkt man ja, das Epsilon ist klein. Und hier denkt man, das C ist groß. Wenn es für die Großen geht, dann geht es für die Kleinen auch. Ein N aus N existiert, sodass Xn größer C für alle N größer gleich groß n. Ja, und hier, da steht ja in der klassischen Definition von Konvergenz, steht ja hier xn minus x0 ist im Betrag kleiner Epsilon. Ja, und das heißt, das bedeutet ja jetzt umgangssprachlich, xn und x0 sind nah beieinander. Und hier sagen wir, die Zahl ist nahe bei unendlich und das machen wir halt, das ist halt ein anderes Wort für die Zahl ist groß. So, okay. Dito für also ich habe mal analog, das ist vielleicht falsch, analog, der Limes xn ist minus unendlich. Das machen wir dann, wenn es halt für jedes c xn kleiner als c ist. So, aber man sich dann vorstellen muss, dass das c selber eine negative Zahl mit großem Betrag, also eine sehr kleine Zahl ist. Ja? So. Dann können wir natürlich die andere Frage, die wir uns stellen,
Also hier geht sozusagen das ist jetzt für Folgen. Dann kann ich natürlich auch sagen, wann das. Dann kann ich auch sagen, okay, hier das ist ja Folge, dieses Limes n gegen unendlich, das ist einfach ein Zeichen, ja. So, und jetzt kann ich aber natürlich auch, ich habe aber auch den Limes x gegen x0 und da kann ich natürlich auch sagen, was ist denn der Limes für x gegen unendlich? Also hier dieses n, das sind ja die natürliche Zahl, das ist ja sozusagen die, die können ja gar nicht anders, ja, die müssen ja gegen unendlich gehen, so wie die, ja, die sind halt so, ja. Aber für x gegen unendlich, wenn es eine reelle Zahl ist, da ist wieder, schon wieder eine Definition fällig. Sei d in R, das ist der Definitionsbereich von der, also wo die der Funktion, und ich will einen Grenzwert von der Funktion für x gegen unendlich hinschreiben, das heißt, d muss nach oben unbeschränkt sein, damit es überhaupt Sinn macht. Nach oben unbeschränkt. Sei f eine Funktion von d nach r. Für, jetzt kommt der Grenzwert, der soll a heißen. Und da mache ich jetzt so eine Definition, die gleich alle drei Fälle abdeckt. Für a aus r oder a gleich unendlich oder a gleich minus unendlich. Sage ich jetzt, wann der Grenzwert von f von x für x gegen unendlich gleich a ist. Also gut, ich lasse das mal oben und schreibe da drunter, weil der Satz ja noch nicht zu Ende ist. Also für diese gilt der Grenzwert, also das ist eine Definition, gell? Der Grenzwert von x gegen unendlich, f von x ist a. Ja, wenn für jede Folge, jetzt kommt das wieder so, wie ich das... wenn wir im endlichen Fall auch gemacht haben. Also das bedeutet, jede Folge x, für jede Folge xn, die gegen unendlich konvergiert, konvergiert f von xn gegen a. Folge xn, n aus n in d, die gegen unendlich, die gegen unendlich konvergiert. Ja, wir haben oben in Teil A gesagt, was das bedeutet, wenn man gegen unendlich konvergiert. Gilt, dass der Grenzwert f von xn, n gegen unendlich, das ist jetzt ja wieder eine Folge, gleich diesem a ist. Ja, und dann, wenn das a gleich plus oder minus unendlich ist, dann muss ich da nochmal auf den Teil A der Definition zurückgreifen und sonst ist das eben schon in dem endlichen Sinne zu verstehen. So, ja. So, dann steht hier noch eine Warnung. Also es ist ja trotzdem so, die Folgen können divergieren, also es gibt ja weiterhin konvergente und divergente Folgen, aber unter den Divergenten haben wir jetzt noch welche ausgezeichnet, die finden wir irgendwie besonders, wo das die gegen unendlich oder gegen minus unendlich konvergieren. Aber es gibt natürlich auch Folgen, die divergent sind und auch nicht gegen unendlich konvergieren. Da habe ich eine Warnung in das Skript reingeschrieben. Das sage ich vielleicht nochmal. Also zum Beispiel die Folge an ist, sagen wir, 0, n gerade, n ungerade
Ja, die divergiert. Und der Grenzwert existiert auch nicht in dem erweiterten Sinne von Definition 10.1. Der Grenzwert existiert auch nicht im Sinn von 10.1. Ja, denn diese Nulls, die liegen natürlich da in 10.1, steht ja. Alle, fast alle Glieder sind größer als irgendein C. Aber es ist ja so, die Hälfte aller Glieder ist 0, also die ist nicht größer als das C. Ja, deswegen ist diese Bedingung nicht erfüllt. Es ist die Folge, die divergiert einfach. Ja, diese Folgen, die divergieren auch. Aber die tun das manchmal, es gibt Leute, die sagen, die divergieren bestimmt. Also die haben da beim Divergieren wenigstens noch eine Richtung. Und diese, die schwankt so hin und her, ja, die kann sich überhaupt nicht entscheiden. Also kann man auch sagen, dass etwas gegen unendlich konvergiert? Ja, das kann man schon, das kann man jetzt sagen, dass etwas gegen unendlich konvergiert. Ja, aber man muss diese Feinheit im Kopf behalten, dass das nicht die Konvergenz ist im Sinne von konvergente Folgen, wie wir das am Anfang der Vorlesung gemacht haben. Sondern das ist sozusagen, das ist, wie soll ich sagen, das ist so eine gesprächserleichternde also Formulierung. Ja, also unter den divergenten Folgen gibt es halt welche, die sind doch schon angenehmer zu, angenehmer zu verstehen oder die sind wichtiger. Und das sind, dann sagen wir für diese Folgen, okay, die konvergieren nach unendlich. Also diese hier, ja. So, jetzt. Also zum Beispiel haben wir für die, ich gehe wieder hier, weil ich habe nichts zu sehen. Zum Beispiel haben wir für diese Folgen jetzt hier keine Grenzwertsätze. Ja? Unendlich minus unendlich ist ja undefiniert. Und ja, also diese Grenzwertsätze gelten weiter nur für die Folgen, die wirklich im echten Sinne konvergieren. So, die Exponentialfunktion. Wie gesagt, jetzt wird erstmal ein bisschen zusammengetragen, was wir an verschiedenen Stellen schon gemacht haben. Also der Satz 10.2. Das sind die Eigenschaften der reellen Exponentialfunktion. Ja, und hier stehen Sachen drin, die neu sind und Sachen, die wir schon wissen. Also a, das wissen wir schon. Für alle x aus R ist x von x größer als 0. Das haben wir schon gemacht. B, Exponentialfunktion ist streng monotone von wachsen, haben wir auch schon gemacht. Wachsend. C, das den Bildbereich der Exponentialfunktion, das sind die positive Zahlen, haben wir auch schon gemacht. An der Stelle, wo wir uns überlegt haben, dass es einen komplexen, dass es einen natürlichen Logarithmus gibt. Also der Bildbereich, den schreibe ich ja so, x von L, das sind die positiven Zahlen. So, und jetzt kommt noch eine Abschätzung. Die beweise ich dann in zwei Zahlen, die ist aber tatsächlich, die braucht man oft, wenn man mit der Exponentialfunktion umgeht. Die Exponentialfunktion wächst schneller als jedes Polynom. So, das schreibe ich jetzt, muss ich jetzt in Formeln gießen. Für jedes m in n gilt, ja, die Exponentialfunktion wächst schneller als x hoch m. Da
Das schreibe ich jetzt mit der neuen Limes-Notation. Limes x gegen unendlich. X von x geteilt durch x hoch m. Das ist unendlich. Ja, das zeige ich. Ich glaube, da gehe ich sogar hier rüber, weil da drüben steht die Definition noch. Von diesem Konvergenzbegriff. Okay, hier ist jetzt, wir müssen also zu jedem c ein n finden, sodass der Wert der Exponentialfunktion größer als c ist, wenn das xn größer als x ist. Also ich mache das jetzt wirklich mit der Definition. Man kann das vielleicht auch ein bisschen kürzer fassen. Also sei xn eine Folge, die gegen unendlich konvergiert. Ja, dann muss ich zeigen, x von xn, dann ist zu zeigen, für jedes c größer 0 gibt es ein großes n, sodass für alle kleinen n größer gleich groß n gilt. X von xn durch xn hoch m ist größer gleich c. Ah, da habe ich sogar ein größer hingeschrieben, also größer c. Ja, das ist dann das hier. Ja. Gleichzeitig habe ich noch die Konvergenz von x gegen unendlich in Folgenschreibweise hingeschrieben. Deswegen gibt es hier, also das ist eine beliebige Folge xn und ein beliebiges c. So, wie will ich das jetzt machen? Also die Folge xn konvergiert gegen unendlich, also ich brauche noch ein. Ja, also es gibt ein, deswegen gibt es ein n, sodass das xn größer ist als ein anderes c. Also es gibt ein n, sodass für alle klein n größer gleich groß n gilt. Xn ist größer als das c. Und das c, was ich jetzt nehmen muss, das lese ich mal kurz aus dem Skript ab, das ist m plus 1 Fakultät mal das c, was hier oben steht. Ja, das ist halt die, ja, also, wie wir das immer machen, ja, also wenn wir bei Epsilon Delta machen, dann muss das Delta ja irgendwie, da muss man das Delta ja passend wählen zu dem Epsilon, was nachher rauskommen soll, und hier muss ich dieses C passend so wählen, dass der Sache mit dem C rauskommt. So, jetzt ist x von xn, also für diese n's, ist dann x von xn geteilt durch xn hoch m. Ja, das schreibe ich wirklich hin. Das ist ja die Summe. Ja, jetzt brauche ich den Laufindex, der muss natürlich jetzt anders heißen. K gleich 0 bis unendlich. Xn, das ist dieses n, hoch k, geteilt durch k-Fakultät. Ja, so das c. Ja, und das ist ja, man denkt sich, das ist ja automatisch so, aber man muss das natürlich notieren. Das xn muss auch noch größer als 0 sein. Ja, wir könnten natürlich auch ein negatives c nehmen, dann ist das natürlich sowieso von vornherein. Ja, egal. Also, ja, wenn ich hier. Man stellt sich vor, dieses c ist groß, ja? Und wenn dieses c groß ist, dann ist das automatisch positiv. Aber es steht ja nirgendwo, dass das c groß sein muss. Also muss ich die Tatsache, dass das xn größer als 0 ist, die muss ich dann auch noch fordern. Aber jedenfalls, ja. Ich hätte noch gesagt, weil c größer wurde, das bedeutet bei den xn. Ach, da steht das sogar. Ah, war ich doch sehr vorausschauend. Ja, genau, danke.
Dann habe ich hier tatsächlich schon vorausschauend geplant. So, dann sind ja alle, jeder Term von dieser Summe ist dann größer gleich 0. Das heißt, das hier ist größer gleich, wenn ich nur einen bestimmten Term hinschreibe, sagen wir, und dann nehme ich natürlich den m-ten. X hoch m, den m plus ersten. Müssen Sie ja nicht noch xn hoch k minus. Ah, das habe ich vergessen hinzuschreiben. xn hoch minus m, also der Nenner hier. Den Nenner meinen Sie, gell? Den habe ich vergessen. Ja. Und der steht jetzt, den habe ich jetzt noch dazu geschrieben. Genau, und dann ist das ja größer gleich, wenn ich die Folge, wenn ich von der Folge, von der Reihe nur noch ein Glied übrig lasse. Und dann nehme ich das n plus erste. Also das ist xn hoch m plus 1. Also ich lasse nur den Term mit k gleich m plus 1 stehen. N plus 1 Fakultät. Und dann das hatte ich ja eben nur aus Ungeschicklichkeit mit dem minus m geschrieben. Das sieht ja so aus. Ja? Also jetzt hier von der Reihe lasse ich eben nur das m plus 1, das Glied mit k gleich m plus 1 stehen. Und die anderen lasse ich weg. Und weil das x ja positiv ist, wird es dadurch kleiner. Dadurch, dass ich lauter positive Terme weglasse. So, das kürze ich jetzt. Das ist xn geteilt durch m plus 1 Fakultät. Und weil ich das so eingerichtet habe, ist das größer als c. Ja, das musste ich machen. So, okay, dann habe ich also diese letzte Formel bewiesen, dass die Exponentialfunktion für x gegen unendlich schneller wächst als jedes Polynom. Das braucht man eben relativ oft. Dann, glaube ich, ist jetzt der Augenblick für eine Pause. Und nach der Pause mache ich dann die Eigenschaften der komplexen Exponentialfunktion. Das wird in der Regel, da wird das meiste von auch nur zitiert werden müssen, aber das sind eben auch nochmal vier Punkte. Ich glaube, jetzt könnten wir dann vielleicht jetzt kurz mal ein paar Fragen stellen, wenn da welche sind. Okay, gut. Ja, dann mute ich mich mal, wische die Tafel und bin dann in 5 Minuten wieder da.
So, ich bin wieder da. Ich habe gerade in der Pause das Skript hochgeladen. Das hatte ich einfach vergessen. Also ich bin mit so vielen Bällen, es ist ja nicht meine einzige Veranstaltung, die andere ist eins. Ich bin mit so vielen Bällen am Jonglieren, da fällt mal ab und zu mal einer runter. So, also die Exponentialfunktion. Die reellen Eigenschaften habe ich jetzt hingeschrieben, die komplexen. Die muss ich tatsächlich nochmal extra, die schreibe ich hin, weil das sind Dinge, von dem geht genauso Kaliber. Das, da wo genauso ist, schreibe ich auch keinen Beweis hin. Aber ja, das ist hier vielleicht eher noch wichtiger, dass ich das nochmal extra formuliere. Der komplexen Exponentialfunktion. Da gehört die Funktionalgleichung wieder dazu. Das ist ja überhaupt der Witz der Exponentialfunktion. Also a. Und wenn ich zwei komplexe Zahlen habe, dann ist x von z plus w gleich x von z mal x von w. Das folgt, das hat man im Reellen mit dem Cauchy-Produkt bewiesen und ich hatte ja letztes Mal hingeschrieben, dass das Cauchy-Produkt im Komplexen genauso gilt, mit dem gleichen Beweis. Und dann, wenn man das Cauchy-Produkt hat, dann sieht man das natürlich auch sofort wieder. So, dann ist x von z nicht 0. Also, wenn ich ein z aus c habe, dann ist x von z ist nicht 0. Und es ist nämlich sogar genauer so, dass x von minus z gleich 1 durch x von z ist. Ja, aus der Formel da drüber folgt ja, x von z mal x von minus z ist x von 0 und x von 0 ist 1. Ja, deswegen kann x von z nicht 0 sein. So, was habe ich noch alles? Jetzt ist noch tatsächlich mal was Komplexes. Wir können ja komplex konjugieren. Und wir können das z, er ist x von z komplex konjugieren. Also dieser Strich ist komplexe Konjugation. Ja? Also die komplex konjugierte von x plus iy war x minus iy. Und wir können natürlich das auch anders machen. Wir können erst das z-Komplex konjugieren und dann das Exponentialfunktion nehmen. Und das ist tatsächlich das Gleiche. Da kann ich nicht sagen, geht genauso, weil diese Frage kann ich im Reellen ja gar nicht stellen. Also da mache ich gleich einen Beweis zu. Und d, auch ein wichtiger Punkt, wenn ich eine reelle Zahl habe und den Betrag von x von ix ausrechne, also von einer, so eine Zahl nennt man rein imaginär, ja, wenn es x reell ist und ich mit dem i multipliziere, also von einer rein imaginären Zahl, dann ist der Betrag 1. So, das sind tatsächlich jetzt Neuigkeiten. C ist natürlich nicht so schrecklich aufregend, weil wir das einfach durch Grenzübergang kriegen. Ja? Also x von z quer, das ist der Grenzwert von diesen Reihen z hoch n durch n Fakultät, n gleich 0 bis groß n und dann geht das große n gegen unendlich und davon quer, ja, da habe ich ja nur hingeschrieben, was x von z ist, dann ist die Funktion z geht über nach z quer ist stetig. Das liegt daran, dass es reell ja ein Polynom ist. Da geht das Polynom x plus iy über in das Polynom x minus iy. Ja, oder wir rechnen das nach. Das ist stetig. Und deswegen können wir das durch den Limes durchziehen. Ist n, z hoch n durch n Fakultät. Und jetzt ist die komplexe Konjugation nur noch über der Summe. Dann haben wir die rechte Regel für komplexe Konjugation. Also das ist die Regel ist z plus w quer, ist z quer plus w quer. Die haben wir letztes Mal, ich glaube, die habe ich, ja, das gehört zu den Sachen, die ich, glaube ich, nicht bewiesen habe. Mit z mal w gilt das auch und da ist es interessanter. Genau, das brauchen wir aber natürlich auch, weil wir das z, mit dem könnte ich das z quer jetzt hier auf die einzelnen Brüche ziehen. Und wenn ich das z jetzt auch noch von dem z
hoch n quer in das z quer hoch n schreiben will, dann muss ich auch das noch wissen. Z quer, zw quer ist gleich z quer w quer. Dann kann ich das also jetzt komplett reinziehen. Oh, großes n. Zum n gleich 0 bis groß n. Und dann ziehe ich das z wirklich hier, das quer, wirklich bis auf das z runter. Und n-Fakultät ist ja reell, also das Quer von n-Fakultät ist das n-Fakultät. Und dann sehen wir, das ist x von z quer. Ja, also da stehen jetzt dort Formeln an der Tafel, aber im Prinzip geht das einfach durch den Grenzübergang, weil das für die Polynome so ist. Ja, so und d, ja, da ist der Betrag von e hoch ix. Das ist ja, da benutze ich die Formel Betrag von z ist die Wurzel aus z, z quer. Die hatte ich ja letztes Mal, ja, das ist ein Vorbild aus der letzten Stunde. Das benutze ich jetzt, x von ix, x von ix quer. So, aber jetzt kann ich ja das, was ich da oben gemacht habe, benutzen, also den Teil c. Und x von, und das quer reinziehen, also das ist Wurzel x von ix, x von minus ix. Dann kann ich die Additivität benutzen, dann ist das die Wurzel x von ix minus ix, aber ix minus ix ist 0 und e auch x von 0 ist 1 und die Wurzel aus 1 ist 1, also ist das 1. Ja? Und das ist auch eine wichtige Formel. Okay, so, also damit ist jetzt, habe ich den Logarithmus erstmal abgehandelt, Quatsch, die Exponentialfunktion erstmal abgehandelt. Mehr brauchen wir auch nicht wissen. Beim Logarithmus ist auch das meiste, was jetzt kommen werden, werden Wiederholungen sein. Aber ich hatte ja dann über die Exponentialfunktion so eine Abschätzung gemacht und die führt natürlich auch zu einer Abschätzung der Logarithmusfunktion. Die kommt also nochmal dazu. Oh, okay, also da ist jetzt ganz viel. 10.4 Satz. Ja, über den Logarithmus haben wir halt einen Haufen so Kleinaussagen. Der Logarithmus ist stetig und streng wachsend. Haben wir in 8.23 gemacht, wo wir den Logarithmus auch überhaupt definiert haben. Weil er halt die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion ist und die ist stetig und streng wachsend. Was bedeutet Umkehrfunktion? Also wenn ich ein x aus r habe, dann kann ich ja die Exponentialfunktion von x bilden und davon den Logarithmus. Und weil es die Umkehrfunktion ist, kommt da x raus. Okay, und wenn ich das andersrum mache, da kommt natürlich auch x raus, aber den Logarithmus kann ich nur für positive Zahlen bilden. Und deswegen muss ich, wenn ich das bei der zweiten Hälfte von dem b, muss ich sagen, wenn x größer als 0 ist, dann ist x von Logarithmus x gleich x, weil wie gesagt, für andere x ist der Logarithmus von x gar nicht erklärt. So, also das ist die Inversionseigenschaft. Dann hatte ich, als ich 8.23 gemacht habe, also den Satz 8.23, habe ich da auch mit dem Zwischenwertsatz den Bildbereich der Exponentialfunktion erklärt, also als 0 unendlich. Und die Exponentialfunktion ist also eine bijektive Funktion von r nach 0 unendlich und dann ist der Logarithmus halt eine bijektive Funktion von 0 unendlich nach r. Und das bedeutet natürlich insbesondere, der Bildbereich, der ist r. So, dann d. Die Funktionalgleichung für die Exponentialfunktion, die drückt sich natürlich, die führt natürlich auch zu einer Funktionalgleichung für die Logarithmusfunktion. Also der Logarithmus von x mal y ist der Logarithmus von x plus der Logarithmus von y.
Ja, hier mache ich den Beweis, frickle ich jetzt mal rein. Der Teil, der hat relativ viele. Also den schreibe ich jetzt hier in den Text mit rein. Im Skript steht er natürlich hinten nach. Ja? Okay, das x, das nenne ich e hoch xi. X ist x von xi. Und y ist x von eta. Ich muss ja mal notieren, was ich in griechische Buchstaben zur Verfügung stelle. Also, ich stelle auf die Webseite noch eine Liste der griechischen Buchstaben, weil ich das doch, also ich hätte schon gerne, dass sie die richtigen Buchstabennamen verwenden. So, ja, also gibt halt nur 26 Buchstaben, das ist halt viel zu wenig. Ja. Deswegen muss man auch die griechischen benutzen und in der algebraischen Geometrie gibt es dann, benutzen ja auch noch russische, aber nicht viele. So, ja, also das geht, weil ja die Exponentialfunktion surjektiv ist, also auf 0 unendlich. Und dann rechne ich aus die linke Seite, der Logarithmus von xy, das ist der Logarithmus von x von xi mal x von eta. Und jetzt brauche ich die Funktionalgleichung der Exponentialfunktion, deswegen ist das der Logarithmus von x von xi plus eta. Und der Logarithmus ist ja das Inverse von der Exponentialfunktion, also steht hier xi plus eta. Und xi plus eta ist also Logarithmus x plus Logarithmus y. Ja. So, gut, dann haben wir auch die Funktionalgleichung des Logarithmus. Und der Logarithmus von 1 ist 0, weil e auch 0 gleich 1 ist. Der Logarithmus von e, der ist 1, weil e ja x von 1 ist. Also ich hatte e ja erklärt in dem Kapitel über Reihen als die Exponentialreihe. Habe ich aber die Exponentialreihe doch gar nicht erklärt, aber ich hatte da an der Stelle, wo in der Exponentialreihe das x ist, die 1 eingeschrieben und das war e, ja, und deswegen ist der Logarithmus von e dann 1. So, und dann eine weitere Folge aus der Funktionalgleichung ist natürlich f, wenn x größer als 0 ist, dann ist der Logarithmus von 1 durch x gleich minus Logarithmus x. Denn der Logarithmus von 1, der ist ja 0 und das ist dann eben der Logarithmus von x plus der Logarithmus von 1 durch x. So, und jetzt wieder Abschätzungen. Die muss ich dann auch tatsächlich machen. Ja, das sind die sozusagen die Umkehr, also die durch Umkehrung aus der Abschätzung der Exponentialfunktion entstandenen Formeln, die kommen jetzt. Der Grenzwert für x gegen unendlich von, na jetzt kommt erstmal ein einfacher, von Logarithmus x, der ist unendlich und der Grenzwert von Logarithmus x für x gegen 0, x ist dann automatisch ja größer als 0, weil sonst könnte ich den Logarithmus ja nicht hinschreiben und da schreibe ich tatsächlich x von oben gegen 0. Also es ist redundant, ja, weil wenn ich ja der Logarithmus ist ja nur für positive Zahlen definiert, deswegen kann das x nur von oben gegen 0 gehen. Aber man macht dann, um sich daran zu erinnern, so einen Strich, der so ein bisschen von oben nach unten geht. Und das heißt, das x konvergiert von oben gegen die 0. Ja. Der ist minus unendlich. Ja, das bedeutet, der Graph vom Logarithmus, der sieht ungefähr so aus. Aber das ist ja auch, das ist uns ja schon deswegen klar, weil er, also wachsen tut er immer, ja, weil das ja halt der gespiegelte Graph der Exponentialfunktion ist. So. Bei g gebe ich auch einen kurzen Beweis an. Der ist vielleicht nicht so komplett vollständig, wie ich das eben hier drüben gemacht habe, aber ja, also wenn ich x habe größer als x von n, dann folgt, weil der Logarithmus ja monoton ist, dass der Logarithmus von x größer als dem Logarithmus von x von n ist, also n,
Das ist die erste Aussage. Und wenn x kleiner als x von minus n ist, Nee, was soll ich machen? Doch, das ist ja... Ja, und das ist ja 1 durch x von n. Also das ist eine Zahl, die nah an der 0 liegt. Dann folgt, der Logarithmus von x ist kleiner als minus n. Ja, also... Ja, die Schranke, dieses C, was ich da in der Konstruktion, also in dem Beweis machen muss, das nehme ich dann als 1 durch x von n. So, ja, also das sind diese beiden Aussagen. Und dann, das ist aber im Prinzip, ich habe das jetzt nochmal bewiesen, anschaulich ist das völlig klar, weil ja die Kurve, der Graph des Logarithmus, ist der an der mittelsenkrechten, an der winkelhalbierenden gespiegelte Graph der Exponentialfunktion. Und dann ist ja klar, dass der so aussieht. Aber das ist jetzt vielleicht kein Beweis, aber das ist die Heuristik. Ja? Also deswegen ist das sozusagen der Grund. Und den Beweis habe ich hier dann auch gemacht. So, und dann habe ich noch halt gezeigt, ja, gehabt, dass e hoch x durch x hoch n gegen e hoch x durch x hoch n, das geht gegen unendlich, wenn x gegen unendlich geht. Und da gibt es dann entsprechende Versionen für den Logarithmus von. Und davon mache ich jetzt auch noch eine. Also, das ist der Teil h des Satzes. Das ist der Grenzwert für x gegen unendlich von Logarithmus x durch x. Der ist 0. Ja, das geht so. Ja, dann nehme ich mir tatsächlich ein Epsilon. Okay, gut. Sei Epsilon größer. Also jetzt kommt der Beweis. Epsilon größer 0. Dann existiert C größer 0, sodass ja, da schreibe ich jetzt, ich habe ja gesagt, xi durch x von xi, also x von xi durch xi, das geht gegen unendlich, also geht xi durch x von xi gegen 0, also das ist kleiner als Epsilon für alle xi größer als dieses c. Ja, also dieses, das ist die Formel, die ich benutzen möchte, das ist der Kehrwert der Formel, die ich vor der Pause gemacht habe, da stand ich x von xi durch xi. Und das geht dann gegen unendlich und dann geht das also gegen 0. Das heißt, wenn ich ein Epsilon vorgebe, dann kann ich ein Xi angeben, sodass wenn das ein C angeben, sodass wenn das Xi größer als das C ist, dann ist das klein genug. Und wenn ich jetzt geht es also zu den Xen zurück. Ich muss ja hier eine Aussage über X treffen. Das heißt, wenn ich ein großes X habe, also X größer als irgendein C, dann muss ich sagen, dass der Quotient log X durch X ist kleiner als Epsilon. Und dann als c nehme ich als e hoch das c, was ich gerade bekommen habe. Für x größer x von c, also dieses c, gilt, ja, also einerseits ist natürlich hier ein Grenzwert 0, also nach unten ist es ja klar, der Logarithmus von x, für ein großes x, der ist positiv, durch x, der ist also positiv. Und das x, das schreibe ich ja als ich möchte das x jetzt als e hoch c schreiben, also schreibe
Ah, das hätte eigentlich, das gehört eigentlich noch hierzu. Schreibe x gleich x von c, x von xi, und dann ist ja xi größer als c. Ja, also das ist, also ich will ja hier weiter, hier will ich jetzt weitermachen mit xi durch x von xi. Und das ist kleiner als Epsilon. So, damit das geht, habe ich mir halt, das machen wir ja schon die ganze Zeit. Also, wenn wir über den Logarithmus argumentieren, dann nennen wir das x e hoch xi und dann haben wir das Problem auf ein Problem für die Exponentialfunktion zurückgespielt. Ja, und die Exponentialfunktion, die konvergiert dagegen 0 und dann tut die, diese das eben auch. So. Das sind die Eigenschaften des Logarithmus, die wir brauchen. Und dann, okay, nee, das war's. Also für den Logarithmus war's das. Und wir können jetzt aus der Exponentialfunktion und der Logarithmusfunktion die allgemeine Potenzfunktion bilden. Also ich sage für x von x ja immer e hoch x, aber ich weiß ja noch gar nicht, was e hoch x ist. Ich kann ja Potenzen nur bilden für natürliche Zahlen, indem ich also x hoch n, also x hoch 5, das ist x mal x mal x mal x mal x. Oder ich kann x hoch minus 5, das ist 1 durch x hoch 5. Und ich kann vielleicht noch gerade die Wurzel. Aber die anderen Dinger sind ja noch nicht definiert und um die zu definieren, brauche ich den Logarithmus. Den habe ich jetzt aber, also kann ich beliebige Potenzen definieren. Ja? Warum steht da jetzt log von x durch x gleich c durch x, die Exponentialfunktion von c? Ja, ich habe ja sozusagen, als ich das c gemacht habe, x gemacht habe, habe ich gesagt, ich will das x als x von xi schreiben. Okay. So, die allgemeine Potenzfunktion. Ja, da ist jetzt das Wichtigste erstmal, dass wir überhaupt eine Definition hinkriegen. Also ich habe denn die Basis a größer 0, also wir können hier nur positive Basen. Und z aus c, wir können aber komplexe Exponenten. Und dann definieren wir a hoch z. Das ist die Exponentialfunktion von z mal natürlicher Logarithmus von a. Ja, das ist ja auch die, ist die naheliegende Definition. Also das erste ist, das sage ich jetzt nur, also ich habe ja gerade gesagt, wir haben natürlich schon Begriffe von Potenzen, wenn die wenn das z eine ganze Zahl ist, dann können wir das schon. Ja? Und das muss man natürlich aus, aber wegen der, ja gut, ich schreibe das vielleicht mal hin. Also a, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Also ich mache mal zum Beispiel a Quadrat. Ja? Wir wissen, was a Quadrat ist. Ja? Das ist a mal a. Aber wir haben jetzt hier eine neue Definition von a Quadrat angegeben. Das ist x von 2 mal Logarithmus a. Das ist x von Logarithmus a plus Logarithmus a. Das ist x von a mal a. X von Logarithmus von a mal a. Ja,
Ja, und Exponent-Logarithmus sind ja invers zueinander, also ist das a Quadrat im, also ist das a mal a. Ja, das heißt, wir haben gezeigt, a Quadrat ist a mal a. Das haben wir natürlich immer schon so verstanden. Das heißt, wir haben gezeigt, dass die Definition, die neue Definition von der Potenz die alte Definition erweitert und der alten Definition also nicht widerspricht. Ja? Und das muss man mit vollständiger Induktion jetzt für alle natürliche Zahlen machen und dann durch die Formel e hoch minus n gleich 1 durch e hoch n kriegen wir es dann auch für alle ganzen Zahlen. Also das heißt, die Definition, die wir gemacht haben, ist Konsistenz. Und dann kann man auch zeigen, a hoch, also für n aus n, kann ich zeigen, a hoch n, a hoch 1 durch n ist die n-te Wurzel aus a. Ja, indem ich halt zeige, die n-te Wurzel ist ja die Umkehrfunktion der n-Potenz. Und, Entschuldigung. Und das ist eben auch die Umkehrfunktion der n-Potenz, wenn ich das hier einsetze. Ja, deswegen sind die gleich. So. Und dann, okay, jetzt ist das war a und b. Da wollte ich noch so eine Bemerkung. Ach so, x von z. Das ist x von z mal Logarithmus e. Das ist e hoch z. Also jetzt ist die Sprechweise, die ich ja immer schon benutzt habe für x von z als e hoch z, die ist jetzt endlich gerechtfertigt. So, okay. Und jetzt machen wir noch Sätze. Ja, also da muss ich jetzt gar nichts beweisen, weil ich habe ja die Eigenschaften der Exponentialfunktion, die habe ich ja gerade hingeschrieben und die drücken sich halt sofort, die führen halt sofort zu entsprechenden Aussagen über a hoch z. Die sammle ich jetzt mal kurz hier. Dann der Satz 10, 7. Also die Basis, also wenn ich eine positive Basis habe und reelle x und y, dann gilt a hoch x hoch y, das ist a hoch x mal y. Ja, das gilt auch. Ja. Das gilt. Über das y kann man streiten, aber das x muss reell sein, ja, weil das a hoch x, das muss ja nachher noch einen Logarithmus haben, wenn ich das zusammensetze. Und einen Logarithmus habe ich nur für reelle Zahlen erklärt. Wir sind eben noch nicht in der Funktionentheorie. Deswegen muss das x hier, das x muss auf jeden Fall reell sein und aus Gründen der Symmetrie das y dann auch b. Hier habe ich ein a größer als 0 und das, die beiden Zahlen z und w, die können jetzt aber komplex sein. Jetzt wenn ich nur addiere, hat a hoch z plus w, das ist a hoch z, a hoch w, das ist die Funktionalgleichung der Exponentialfunktion. C. Jetzt habe ich zwei verschiedene Basen, die müssen natürlich beide positiv sein. Einen Exponenten, der kann komplex sein. Und dann habe ich a mal b hoch z, und das ist a hoch z, b hoch z. Da brauche ich beide Funktionalgleichungen, also sowohl vom Logarithmus als auch von der Exponentialfunktion. Und ein Spezialfall davon ist natürlich 1 durch a hoch z. B, d. A größer 0, z aus c, dann habe ich 1 durch a hoch z, das ist a hoch minus z. Ja, also das sind ja alles Rechenregeln, die Sie schon kennen.
Und wenn Sie bereit sind, die einfach so hinzunehmen, dann machen Sie das. Und wenn Sie tatsächlich da in die Abgründe, also das sind keine Abgründe, aber wenn Sie da in diese Tiefen hineinsteigen wollen, dann habe ich erklärt, wie es geht. So, bisher war das natürlich schon ein bisschen so, als ich habe ja gesagt, das ist wie ein Ausflug in den Zoo, aber wir sind jetzt in den Zoo gegangen. Was haben wir gesehen? Ein Hund. Ja? Und die etwas interessanteren Tiere, das sind die trigonometrischen Tiere. Ja, die sind vielleicht die Erdmännchen oder so. Die wuseln da so rum. Trigonometrische Funktion. Ja, da müssen wir jetzt, da muss ich jetzt was machen. Also in der Schule werden die trigonometrischen Funktionen ja in der Regel geometrisch eingeführt. Ja? Also wir haben da so ein rechtwinkliges Dreieck in einem bestimmten Winkel und dann ist der Sinus ist dann Gegenkatheter durch Ankatheter oder Gegenkatheter durch Hypotenuse. Ja? Und das machen wir nicht. Also wir machen das jetzt, also hier ist wirklich ein Punkt, wo das anders gemacht wird als in der Schule. Wir machen das von der komplexen Exponentialfunktion aus. Weil diese Malerei, die man da in der Schule hat, die ist ja ganz instruktiv, aber da denkt man sich immer, ja, ist das denn wirklich richtig? Und da könnte man ja auch nicht mit rechnen. Also, ich mache das gleich für komplexes Z. Also für komplexes Z definiere ich den Sinus von Z als 1 durch 2i e hoch iz minus e hoch minus iz und den Cosinus von Z als 1/2 e hoch iz plus e hoch minus iz. Ja, das wird dazu führen, dass man ziemlich schnell alles rechnen kann, was man möchte. Es wird aber dazu führen, dass man ziemlich lange braucht, bis man sieht, dass es dasselbe ist, was in der Schule gemacht worden ist. So, also, okay, ich lasse das mal so. Wir fangen mal den Satz mal an. 10,9 Satz. Ich schreibe die Beweise wieder zwischen die Zahlen und im Skript ist das natürlich, im Skript sind keine drin, weil es alles völlig klar ist. Also, wenn ich ein x aus R habe, dann ist der Sinus von x, das ist der Realteil, nee, das ist der Imaginärteil von e hoch i z und der Cosinus, ja, von e hoch i x natürlich, und der Cosinus von x, das ist der Realteil von e hoch i x. Das gilt aber nur für reelles x. Ja? Wenn ich ihn tatsächlich hier oben habe, ich ja komplexe x, z erlaubt und dann für komplexe Z ist im Allgemeinen der Sinus selber auch wieder komplex. Ja, und wenn ich ein reelles X annehme, dann ist, obwohl man ja auf den ersten Blick denken würde, das sind komplexe Zahlen, dann kommt eben hier raus, ja, das sind reelle Zahlen. Der Sinus und der Cosinus in der Schule, das waren ja auch reelle Funktionen und das muss ja hier auch so bleiben. Also denken wir mal, gucken wir, was ist der Realteil von e hoch ix? Da hatten wir ja, wir haben ja gesehen, wie wir den Realteil ausrechnen. Wir nehmen die Hälfte von der Zahl plus der konjugiert komplexen Zahl. So, ja. Das war im Kapitel über komplexe Zahlen habe ich das gemacht. Und dann habe ich jetzt ja gerade gemacht, wie ich die komplexe Konjugation da reinkriege.
dann muss ich halt ix komplex konjugieren. Aber das komplex konjugierte von ix, das ist minus ix, aber das gilt natürlich nur deswegen, weil x reell ist. Ja, also hier benutze ich, weil ix komplex konjugiert gleich minus ix ist, aber wie gesagt, für komplexe Zahlen ist das gar nicht richtig. Da müsste ich ja hier auch eine Konjugation drauf machen. Aber bei x ist halt die Konjugation gleich x. So, ja, dann steht diese Formel da. Und beim Sinus mache ich das genauso. So, also das ist schon mal. Haben wir schon mal rausgekriegt, dass der Sinus und der Cosinus, auch wenn ich sie so hinschreibe, wie ich das gemacht habe, reelle Funktionen sind. Und dann, nee, hier, das haben wir schon abgehakt. Dann, die sind stetig. B, Sinus und Cosinus sind stetig. Ja, das ist klar. Ja, das ist ja der Realteil von einer stetigen Funktion. Also, Quatsch, das ist ja noch nicht. Das ist ja einfach nach den Rechenregeln. Ja, Rechenregeln. Ja, ich habe den, das ist ja eh auch die Exponentialfunktion ist stetig und dann wird die Exponentialfunktion addiert oder subtrahiert oder so, das ist ja wieder stetig. Also deswegen ist die Stetigkeit von Sinus und Cosinus mit dieser Definition praktisch eingebaut. Dann C, wenn ich ein Z aus C habe, dann gilt E hoch IZ. Das ist Cosinus Z plus I Sinus Z. Das ist die Eulersche Formel. Ja, die ist jetzt auch, wenn ich das so gemacht habe, fast tautologisch. Ja? Also ich rechne das mal aus. Ich fange mal auf der rechten Seite an. Also rechte Seite ist also Cosinus Z plus I Sinus Z, das ist ein halb E hoch IZ plus E hoch minus IZ plus I mal, und der Sinus, der war ja 1 durch 2I E hoch IZ minus E hoch minus IZ. So, ja, dieses I ist, das steht einfach in der Eulerschen Formel drin, und das I im Nenner, das ist in der Definition vom Sinus drin gewesen. Ja, hier war ja ein I im Nenner. Und wenn ich das alles ausrechne, dann kommt da E hoch IZ raus. Ja, also die Eulersche, wir benutzen die Definition, die dazu führt, dass die Eulersche Formel richtig ist. Und wir schieben sozusagen das Problem, was hat das mit den Dreiecken zu tun? Das schieben wir so ein bisschen vor uns her. Dann, ja, kann ich hier weitermachen. Nächste Eigenschaft ist die Symmetrieeigenschaft. Das ist aber in der Definition auch schon eingebaut. C. Also wenn ich ein Z aus C habe, dann gilt jetzt, dann das hatte ich ja gerade, jetzt meine ich D, dann ist der Cosinus von minus Z gleich dem Cosinus von Z und der Sinus von minus Z ist gleich minus Sinus Z. Ist ja auch praktisch schon eingebaut, ich mache das mal für den Sinus. Der Sinus von minus Z, das ist 1 durch 2i e hoch i mal minus z minus e hoch i mal minus minus z. Ja, und dann sehen wir ja, das steht einmal e hoch
minus iz und einmal e hoch iz im Exponenten, nur halt in der falschen Reihenfolge. Deswegen ist das also minus Sinus z. Ja. Und dann haben wir noch den trigonometrischen Pythagoras. Der trigonometrische Pythagoras nämlich Sinus Quadrat Z plus Cosinus Quadrat Z ist 1. Ja? Und in der Schule, wo man den Sinus und den Cosinus halt über ein rechtwinkliges Dreieck erklärt, da folgt der trigonometrische Pythagoras aus dem richtigen Pythagoras. Und bei uns müssen wir den ausrechnen. Ja? Also Sinus Z, Sinus Quadrat Z plus Cosinus Quadrat Z, ja, da müssen wir die Definition jetzt hinschreiben. Das ist das Quadrat, na gut, hier haben wir e hoch iz minus e hoch minus iz zum Quadrat plus 1 durch 2 e hoch iz plus e hoch minus iz zum Quadrat. Okay, also 1 durch 2 i Quadrat ist minus 1 Viertel. Und dann hier zweite binomische Formel, e hoch e hoch 2iz minus 2e hoch iz minus iz ist 0 plus e hoch minus 2iz plus, hier ist wieder ein Viertel, e hoch 2iz plus 2e hoch 0 plus e hoch minus 2iz. So, und hier steht ja wirklich ein Minus. Ja, also weil hier ein Minus ein Viertel steht und hier ein Plus ein Viertel steht, heben sich diese beiden Terme weg, die auch. Nur die 2e hoch 0s, die bleiben stehen. Hier mit dem Vorfaktor minus 1 und hier auch ein minus 1. Also hier habe ich 2 und hier habe ich auch 2. Also habe ich insgesamt 4 Viertel und das ist 1. Und das gilt sogar im Komplexen. Ja, also in der Schule haben wir natürlich überhaupt gar keine Chance, einen komplexen Sinus hinzuschreiben. Aber dieser trigonometrische Pythagoras, wenn ich den ausrechne, der gilt eben auch für komplexes Z. Ja, so. Jetzt ist natürlich in der Schule, also es hat schon alles seine Vor- und Nachteile. In der Schule sind wir sozusagen am Kreis unterwegs und da sieht man dann durch die geometrische Überlegung relativ zügig, dass die trigonometrischen Funktionen 2π periodisch sind. Und wenn hier, wo wir jetzt stehen, da muss ich sagen, hä? Was ist denn Pi? Ja? Also bevor ich zeige, dass die 2π periodisch sind, muss ich erst Pi machen. Ja? Und ich werde Pi, und das ist gar nicht so ohne. Also da ist es jetzt tatsächlich, also wie gesagt, jetzt guckt mal den Erdmännchen meine Arbeit zu. Also wir wissen ja gar nichts. Ja? Also wir müssen jetzt zeigen, dass der Cosinus vielleicht so aussieht, auf dem, wenn er von der 0 weggeht. Also was wir wissen, ist, der Cosinus von 0 ist 1. Das wissen wir. Und den Rest von diesem Bild, den müssen wir beweisen. Und dann sehen wir, aha, hier gibt es ja eine Nullstelle und da taufen wir diese Nullstelle Pi halbe. So machen wir das. Und dann zeigen wir irgendwann in der Analysis 2 oder 3, dass das dasselbe Pi ist, was wir in der Schule auch schon, was die alten Griechen Pi genannt haben.
So, als erstes natürlich 10.10. Also der Cosinus und der Sinus, hier stehen ja diese Formeln, die stehen ja hier zum Beispiel. Das E, das hat ja eine Reihe und dann schreibe ich die E-Reihe hin und dann, dann kann ich durch Zusammenfassen dann erkennen, dass ich auch, dann kann ich durch Zusammenfassen auch die Reihe des Cosinus erkennen. So, also die Reihe des Cosinus, also das gilt natürlich wieder für komplexe Zahlen. Ups. Der Cosinus von z, das ist die Summe n gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch n, z hoch 2n geteilt durch 2n Fakultät. Und der Sinus von z, das ist die Summe n gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch n, z hoch 2n plus 1 geteilt durch 2n plus 1 Fakultät. So, ja, ich glaube, das. Ja, also ich schreibe das mal hin. Also Beweis, vielleicht mal nur für den Cosinus. Also der Cosinus von z, das ist ja dann 1/2. Und dann habe ich einmal die Summe z hoch n. Ja, Quatsch. Ja, da habe ich ja das i vergessen, ja? Ah, ich dachte, ich habe das i vergessen. Iz hoch n. Ja, natürlich. Plus Summe n gleich 0 bis unendlich minus iz hoch n durch n Fakultät, indem ich in die E-Reihe iz und, iz und minus iz einsetze. Das kann ich ja im Prinzip zusammenfassen. Das ist 1/2 Summe n gleich 0 bis unendlich. Ja, also iz hoch n durch n Fakultät und dann bleibt da übrig. Hier bleibt gar nichts übrig, das ist einfach eine 1. Und hier, da bleibt ein minus 1 hoch n übrig. Ja? Ja, indem ich dieses minus 1 hoch n hier das schreibe ich extra hin und dann klammere ich den ganzen Rest mit dem Distributivgesetz aus. So, dann steht also diese Formel da. Okay, da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn das n ungerade ist, steht da 1 minus 1, also 0. Die ungeraden Terme sind weg, bleiben also nur die geraden Terme über. Also brauche ich nur noch die Summe. Und bei den geraden Termen, da steht da eine 2 und die wird mit der 2 hier vorne gekürzt. Also bei den ungeraden Termen steht da 0, bei den geraden Termen steht, wenn ich das 1/2 da vorne dazu nehme, eine 1. So, die geraden Terme, die nummeriere ich als k gleich 0 bis unendlich, also ich stelle mir vor, n ist 2k. Und dann steht hier also i hoch 2k, z hoch 2k. Da brauchen wir da in einem Nenner wohl irgendwann k vergessen. Im Nenner? Bei dem Faktor davor, also das hatten wir beim Sinus oder beim Cosinus? Beim Cosinus ist das. Ach so, ja, beim Cosinus ist kein i hier. Also das ist so und beim Sinus ist da ein i. Aber da reden wir jetzt gerade nicht drüber. Okay. Ja, also der Cosinus hat da kein i. So, okay, jetzt habe ich, also ich bin jetzt hier. Ich schreibe das n als 2k, wie gesagt, für die ungeraden n's kommt ja eh nichts vor, deswegen kann ich das n als 2k schreiben, dann drösel ich das auf, dann steht hier i hoch 2k und z hoch 2k und jetzt bin ich fast fertig, ja, weil i hoch 2k, das ist ja i Quadrat hoch k, also minus 1 hoch k. Ja, und beim Sinus geht das so ähnlich. Und tatsächlich, wenn man dann die I-Potenzen anguckt, dann hat man ja hier immer eine 2n plus erste I-Potenz. Und das eine I, was man rausdividieren muss beim Sinus, das macht das hoch 1, die extra 1 weg durch das Rausdividieren beim Sinus. Und dann bleibt halt im Prinzip genauso was übrig wie hier. Ja.
Gut, also diese Formeln, die brauchen wir auch. Wo sind wir? Ich habe noch mal so circa 6 Minuten. Dann kann ich noch die Additionstheoreme zeigen, weil die Additionstheoreme, die folgen einfach aus der Funktionalgleichung der Exponentialfunktion. Das ist auch ein Vorteil dieses Zugangs. Ja, der Nachteil dieses Zugangs ist eben, dass man Pi erstmal konstruieren muss. Und da sind wir gerade auf dem Weg. Das schaffe ich dann nächste Woche. Also Additionstheoreme. Das ist Satz 10.11. Die gelten tatsächlich auch im Komplexen, weil die aus der Funktionalgleichung folgen und die Funktionalgleichung gilt ja im Komplexen. Und zwar sieht das so aus, Sinus z plus w, das ist Sinus z, Cosinus w plus Cosinus z, Sinus w. Und Cosinus z plus w, das ist Cosinus z, Cosinus w, minus Sinus z. Sinus w. So, und dann schreibe ich nochmal dahin, der Sinus 2z, also das sind sozusagen Spezialfälle, das ist 2 Sinus z Cosinus z und der Cosinus 2z, der ist Cosinus Quadrat z minus Sinus Quadrat z und dann kann ich ja nochmal den trigonometrischen Pythagoras verwenden und dann kriege ich 2 Cosinus Quadrat z minus 1. Ja, indem ich das benutze und den trigonometrischen Pythagoras um den Sinus. Da steht ja dann Sinus Quadrat, das kann ich ja durch 1 minus Cosinus Quadrat ausdrücken. So, also wie mache ich das? Also ich glaube, ich bin jetzt nicht tapfer, ich benutze einfach Definition, das ist ja 1/2 e hoch z plus mal i plus e hoch z plus w mal minus i und das ist 1/2 e hoch i z plus e hoch i w plus e hoch minus i z plus e hoch minus iw. Ne, plus ist ja Quatsch, hier ist ja ein Mal. Ja, die Funktionalgleichung, ja, das fällt ja dann als Mal runter. Und die rechte Seite, das ist die linke Seite, rechte Seite, die ist 1/4, ja, also, na gut, 1 durch 2i e hoch i z minus e hoch minus iz mal 1/2 e hoch iz plus e hoch i, hier, das sind ja w's, e hoch iw plus e hoch minus iw minus 1 durch 2i, wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt hier, gell? Ne, ich will den Cosinus beweisen, gell? Habe ich falsch abgeschrieben. Ja, ich will ja die zweite Formel beweisen, nicht die erste, weil ich habe ja mit dem Cosinus angefangen.
Okay, dann muss ich natürlich auch konsequent bleiben und hier den Cosinus hinschreiben. Also 1/2 e hoch iz plus e hoch minus iz mal 1/2 e hoch iw plus e hoch minus iw minus, und dann habe ich hier zweimal den Sinus, 1 durch 2 i e hoch iz minus e hoch minus iz, 1 durch 2 i e hoch iw minus e hoch minus iw. Ja, dass ich mich jetzt nicht verschrieben habe. Also das ist natürlich ein 1/2 und dann steht da hier e hoch iz e hoch iw plus e hoch iz e hoch iz minus e hoch iw plus e hoch minus iz plus iw plus e hoch minus iz plus w, e hoch minus, ich habe ja alles ausprobiert, e hoch minus iz, e hoch, warum habe ich das denn wieder zusammengefügt? Ist egal. Aber eigentlich wollte ich das jetzt ja unten haben, weil ich habe ja, als ich von rechts losmultipliziert habe, alles auseinandergedröselt. Das wäre nicht nötig gewesen, wie wir jetzt sehen, aber jetzt sind wir einmal soweit. Ah, lala, das ist das. Das sind die gemischten Terme. Und dann habe ich noch plus e hoch minus iz e hoch minus iw. So, jetzt kommt der Rest. Das war nur der, das war das erste Produkt, was ich jetzt ausmultipliziert habe. Jetzt muss ich das zweite noch ausmultiplizieren. So, da ist ja ein Minus, aber dann ist da noch ein 2i², also steht am Ende da doch auch plus 1/4. Und dann habe ich e hoch iw e hoch iz. Und jetzt haben die gemischten Terme aber immer ein Minus. Minus e hoch iw e hoch minus iz minus e hoch minus iw e hoch iz. Und dann habe ich hier noch plus e hoch minus iz e hoch minus iw. Und dann hoffe ich mal, dass das ist, was da in der Zeile dann drüber steht. Ja? Und das stimmt. Ja? Die gemischten Terme heben sich weg, weil die einmal Plus und einmal Minus haben. Die anderen kommen alle doppelt vor, aber hier steht ja auch 1/4. Und, und da oben steht 1/2, also müssen die auch doppelt vorkommen. Ja? Also ist das tatsächlich dasselbe. Und ja, die andere Formel machen wir genauso, ja, durch Ausmultiplizieren. So, also wir haben jetzt die Additionstheoreme und nächstes Mal mache ich dann wirklich Pi. Und jetzt, ich hätte noch Zeit für kurze Fragen. Ich hatte vor 3 Minuten schon geschrieben, ob es noch Fragen gibt. Da ja, da kam jetzt keine, gut. Dann mache ich jetzt auch mal Schluss. Also wie gesagt, nächste Woche geht es dann weiter. Ich muss halt erstmal die Zahl Pi überhaupt machen. Und dann kann ich die Pi-Periodizität zeigen. Okay. Also dann, schönes Wochenende.